Also alles im Bereich des Machbaren hier. Dann stehen noch zwei hier mit einem Schild. Zu denen gehe ich gleich mal hin und sage hier, ey, ich habe eine LB-Taste und eine B-Taste. Ey. Hier. Flieg. Hui. Vielleicht machen wir auch den hier. Ja, das geht auch. Zumindest bei einem von denen. Okay, also auf Dauer geht das anscheinend auch so mit dem Schild einfach draufhauen. Ich dachte, ich brauche dafür eine spezielle Kombo für die, die mir halt angezeigt wurde. Aber nö. Na dann. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Okay. Achso, das ist wieder so ein Ding, wo ich B gedrückt halten muss. Okay. So, lass mich mal rein in die gute Stube. Ey, Tag, ey, ich bin auch da, ich will mitspielen. Okay. Kann ich greifen? Nein, kann ich nicht. Ups. Ja, ist ja gut. Hier. So, jetzt aber. Flieg! Er kann so schön fliegen. Das Ganze ohne Raketenantrieb, ist das nicht toll? Achso, sie haben tot. Okay. Und drück hier mal und drück da mal. Und schon sind wir wieder voll. Läuft bei mir, ne? Oh, noch mehr Erfahrungspunkte. So. Dann können wir uns auch mal eben schnell hier die Möglichkeit, hier was zu skillen. Können wir also in Anführungszeichen nur halt hier oben skillen. Wir nehmen die Kukul-Kahns-Fänger. Ja, erhöhter Schaden plus 10% maximal Gesundheit, neue Kombos. Nehmen wir. Und hier können wir erhöhter Schaden plus 10% maximal Mana. Klingt auch gut. Ja, für nochmal reicht's leider noch nicht. Noch nicht. Hier kann ich irgendwas machen. Aha. Ja. Ja. So viele Explosionen. So viel Explosion. I don't get this. If I'm dead, then why do I still feel pain? Do not complain to me of pain, Secret Warrior. My brother once killed a man. Wore his skull as an ostentatious hat. Now that's it. The man lived for two whole days without a head. You think he complained about the pain? Hm. Eine gute Frage. Wow. War knapp. Okay. Attention, please. Mr. Briggs. Der will uns doch nur provozieren. Ist doch so. Wow, es explodiert wieder alles. Hallo. Ja, übertreib. Ist okay. So, jetzt nehmen wir, also mach ein bisschen mehr Schaden. Es übertreibt gleich. Ist natürlich nett. Nehme ich. Hui. Oh, ich bin nicht instant tot, okay. Ja, sieht gut aus. Alter, was für eine riesige Maschinerie hier, ne? Riesig. Nein, nicht so. Ja, ja, ich hätte da auf die Zwischenplattform gehen müssen. Ich habe die zu spät gesehen. Okay. Ja, manche haben jetzt Fragen, wie konnte man das zu spät sehen? Ganz einfach. Ich habe nicht hingeguckt.
Ich habe nicht so vorausschauend geguckt. Sagen wir es mal so. So, hier ein paar Erfahrungspunkte zu mitnehmen. Reicht leider noch nicht für das nächste Level. Okay. Sehr schön. Das sind noch mehr Erfahrungspunkte. Toll. Damit habe ich aber immer noch nicht genug. Aber vielleicht jetzt? Nein. Wie viel geben die mir denn immer? 50? Ja, ich glaube 50 oder 100. Ich bin mir nicht sicher. Eine Bremsflüssigkeitskühlanlage. So sieht es ja auch aus und so riecht es auch. So. Holen wir uns ein bisschen Mana, ein bisschen Leben. Und dann mal gucken, was der Tag noch so bringt hier. Außer Tod und Verderben für die Feinde natürlich. Okay. Okay, da sterbe ich nicht gleich. Was kann ich hier machen? Oh, okay. Ja, das wäre ja auch nichts für mich, ne? Ich könnte es an solchen Stellen hier nicht haben, wenn da so nah an mein Gesicht... Das geht eigentlich noch, ne? Vom Abstand her, ne? Aber sonst, wenn Dinge so nah an mein Gesicht vorbeiziehen, das könnte ich im echten Leben wahrscheinlich nicht. Zum Glück ist das ein Videospiel. Hallo. Ready yourself for a mighty leap. Oh Gott. Au. Na, Mist. Ich war verwirrt. So. Damit ich hier die Kugeln hier einsammle. Oh, das war ein bisschen knapp. Man will natürlich die ganzen, was ist das überhaupt, Erfahrungspunkte haben und so. Uah. Manchmal ist es nicht ganz so einfach hier rüber zu sprinten, aber noch geht das alles. Wow, das war knapp. Nein, das war die falsche Seite. Okay. Nein, auf der falschen Seite, egal. Hauptsache überlebt. Überleben ist alles oder so, ne? Bleiben, alles wird gut. Behaupte ich. Ah, siehst du, so kurz vorm Ende mal wieder verreckt. Das ist so ein Klassiker von mir. Mach ich öfter mal. Okay. Mach mal den hier. Wow. Einfach mal überfahren lassen. Ach. Oh. So, können wir mal ganz kurz hier skillen, zack. So schnell geht das. Selten so schnell irgendwas geskillt. Mitten im Kampf. Muss man doch schon sagen. Wow, wow, da steht noch einer, der will mich hier erschießen. Ich glaube, es hackt. Jo, Tag, ey. Bleib doch mal stehen. Hui. Ich war's nicht.
Okay, ich war so ein bisschen. Aua. Lauf nochmal rein, weil du es kannst, ne? Ich guck mal ganz kurz, ob es hier noch ein paar Erfahrungspunkte gibt oder so. Im Moment habe ich ja nichts zum Skillen, aber es geht ums Prinzip. Dann nicht, dann kann ich hier drücken. Oder ziehen. Wie auch immer. Was hat das jetzt gemacht? Ah. Das hat eine Weiche gestellt. Und wir machen natürlich alles kaputt. Bitte bringen Sie nicht alles zum Explodieren, Mr. Briggs. Ja, komm. Okay. Jetzt sind wir auf der anderen Seite der Erzmaschine. Also das ist anscheinend ein Erz, das wir da in flüssiger Form eingesammelt haben. Sehe ich das richtig? Oder dass die generell hier die ganze Zeit abfarmen. Die Frage ist noch, was ist das für ein besonderes Erz und warum wollt ihr das unbedingt haben? Okay. Nicht so. Anders. Ist jetzt eigentlich hier... Ja, muss ich wiederholen. Okay. Na, so ist viel einfacher hier. Nicht lange hier warten, bis die irgendwie aufhören oder so. Nee, 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 nee. Einfach durchrollen, durchdodgen. So. Okay. Ein Profi. Are you sicher? Woo! Okay. Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Machen wir mal den hier. Ja, er hält ein bisschen was aus. Ist aber nicht unkaputtbar. Hält nur ein bisschen was aus. Wenn es sonst nichts ist, dann gehen wir weiter, ne? Mal ein Tagebucheintrag. Heute war ein Tag wie jeder andere auch. Zieh, 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 zieh. Oder drück und schieb. Oder ich weiß auch nicht. Mach auf. Auch noch. Ja, dann wollen wir doch mal den ganzen nachgehen. So. Also auch hier wieder an zahlreichen Zahnrädern einfach mal vorbei. Oh, Mana. Okay, hallo. Okay. Aber wohin denn? Hierhin? Ja. You disappoint me, Miss Guerreras. I thought you more than capable of dispatching one petty tag along. Have I overestimated your abilities? No, sir. I can't explain it. You saw me kill him. I don't know how he survived. We can address your stunning incompetence later. You have the vessel, yes? Yes, sir. Excellent. The hour of my ascension draws near. Count yourself blessed to pay witness. As you say, sir. Ever the underdog. A demonstration is in order.
so much more. Thanks in part, at least, to our lovely guest. And now, I need some volunteers. I think a promotion is in order. Excuse me, I still have much to do. So much to do. No! Yes. You're leaving! I'm not letting them take Eva again! Wait! Eva! Don't disappoint me, Miss Carreras. I tend to get a little moody when I'm disappointed. Good luck, boys. Okay, neue Fähigkeit Umwandler. Greife deinem Feind und drücke kurz B, um ihn umzuwandeln. Aha. Convert him! Use the power of the sacred warrior. Ah. Yes. Now this one fights. Ah, okay. Ist ja praktisch, okay. So, jetzt aber erstmal den hier. Weil es schön Flächenschaden macht. Und weil es effektiv ist. Na, guck mal, wen wir da haben. Special Guest, Mr. Profi. Mr. Profi versucht mich zu hauen. Finde ich ja nicht gut. So, finish him. Und... Der kämpft jetzt für mich, ja?